So, meine Lieben, willkommen zu einem Spezialvideo. Und zwar geht es heute um die Mission. Und die Frage ist, nützt es überhaupt mittlerweile, wenn man Rang 3 Champions hat oder Rang 3 oder Rang 4, nützt es überhaupt, diese Buff-Mission zu machen? Techniker werden hier tatsächlich gebufft, aber nützt es überhaupt? Denn ganz ehrlich, wenn ich mir einen Spider-Man nehme, der auf Rang 3 ist, mit einem Tarnanzug, der einen sehr, sehr starken Schaden hat, und wenn die Steuerung auch mal funktionieren würde, was sie ja nicht immer tut, dann hat man natürlich aber ziemlich krassen, ja, einen Schlagschaden. Und dann ist halt hier die Frage zu sagen, ja, wenn ich schon mit Spider-Man Tarnanzug so um die 14k habe, was nützt mir das eigentlich jetzt, diesen Buff? Weil, ganz ehrlich, da habe ich ja schon alles, was ich brauche. Und das sind mal so 8k pro Sekunde, die sind schon dabei, ja. Und klar, ich könnte auch sagen, hey, ab und zu mal könnte es klappen, dass ich nicht ausweiche. Da kann das auch schon passieren, dass ich getroffen werde. Aber ganz ehrlich, nichtsdestotrotz. So, ein Spider-Man mit einem Tarnanzug, der hat schon drauf. Und da ist die Antwort, ja, wenn du den hast, dann ist das gut. Aber wenn du den nicht hast, ja, dann hast du halt eben die Möglichkeit, mit Technikern hier zu spielen. Aber nehmen wir mal an, du kommst zu so einem bescheuerten Gegner wie den Spot. Und dieser Gegner ist so bescheuert, dass man sich sagt, verdammt, da könnte ich doch einen anderen Champion nehmen, richtig. Und wenn du so einen Hyperion hast, der dann greifbar ist, ohne Duplikat, dann kannst du das tatsächlich machen. Und dann kannst du nämlich sagen, hey, pass auf, ich werde hier auch getroffen, weil der ist sehr schwierig und ist nicht so optimal funktioniert. Aber wenn es mal funktioniert, dann sagen, hey, pass auf, ich habe hier den Hyperion und ich mache jetzt mal Folgendes, ich mache jetzt mal meine wunderbare SK3. Und mit einer SK3 kann der auch gar nichts dagegen tun und der verliert auch schon sehr viel Leben. Also bei 5 Angriffswertungen, da kommt doch schon ein bisschen was zusammen. So, der Vorteil ist ganz klar, wenn das nur so einfach wäre, weil, wenn wir das sehen, die Steuerung funktioniert leider nicht so, wie es sein sollte. Und so haben wir halt eben einen bescheuerten Champion. Jetzt ist das halt wieder so, dass man hier sagen kann, ja, okay, blöd ist auch, dass er sich heilen tut und blöd ist, dass er sehr aufwendig ist. Okay, ihr habt halt hier wirklich das Problem, dass auch er unantastbar ist und somit auch gar nicht so leicht zu besiegen. So, also im Endeffekt, der Imperium nützt euch gar nichts in dem Sinne. Also habt ihr daher ein Warlock. Und dann kann man sagen, okay, so ein Warlock ist ja gar nicht mal so verkehrt. Ne? Weil der kann ja den Spot blockieren. Und tut einfach seine Heilung unterdrücken. Denn ihr habt auf diesem Knotenpunkt einfach halt die Heilungs, also die Knotenpunkte sind hier rein Heilung. Und jetzt hat wieder mal das nicht funktioniert mit der schweren Attacke. Also Niederschlag klappt auch nicht immer. Und jetzt schauen wir mal, dass auch mal wir so was Besseres erhalten. Weil jetzt haben wir hier ein Problem. Wir haben jetzt hier mit der... Da ist der schon sehr gefährlich, das ein Spot. Und jetzt haben wir wieder die Unantastbarkeit. Und die Unantastbarkeit, die wird halt sehr schnell ausgelöst, und das ist das riesengroße Problem. Und aber wir haben trotzdem hier die Möglichkeit zu sagen, hey, pass auf, finde ich gut, dass du unantastbar bist, aber ich schaue, dass ich dich trotzdem irgendwie besiegen kann. Und da habt ihr halt jetzt einen Vorteil, dass ihr halt durch die Heilblockade dann doch ein bisschen was ihm wegnehmen könnt. Und ja, jetzt ist das Problem, dass er wieder unantastbar ist. Und das ist halt sehr schwer, weil er halt eben das immer dann macht,
wenn man es nicht erwartet. Na, es ist halt gar nicht so einfach, weil ich kann nicht immer drauf schauen auf die blöde Anzeige. Das wäre müsste ich ja wirklich so, ne, würde ich grüne Augen bekommen. Nee, rote Augen. Ja. Ja, während ich dieses Video bearbeitet habe, wohlgemerkt, habt ihr gesehen, es waren sehr viele Lecks auch mit dabei, auch Aufhänger, obwohl ich auf meinem Smartphone ohne den Sparmodus spiele, auf meinem Samsung Galaxy S9 Plus. Aber nichtsdestotrotz, in diesem Video wollte ich euch einfach auch was zeigen, dass es egal, wie gut ihr ausweicht, es gibt immer einen Weg, was Kabam irgendwie macht oder findet, damit ihr es ja nicht weiter schaffen tut. Deswegen haben wir uns hier auch geheilt und konnten dann ein bisschen danach irgendwie besser kämpfen, gerade dann, wenn es um noch einfachere Gegner geht, wobei Sauron gar nicht so einfach ist, denn auch hier erkläre ich seine Unverwundbarkeit, ist ein riesengroßes Problem, und wenn da Lex, Crack, Specs und Taladar von Kabam ihre Lucianismus drankommt, naja, seht selbst. Wenn er das macht, dann müssen wir halt sehr weit nach hinten gehen und dann müssen wir merken, er ist ja schon wieder Unabwehrbar, wie geht das? Ja, Sauron hat nämlich die Möglichkeit, sich mehrmals hier Unabwehrbar zu machen, und da muss man wirklich aufpassen, denn Sauron ist hier Unabwehrbar, solange er seine Tapferkeiten bekommt. Und da müsst ihr halt schauen, dass ihr halt wirklich so schnell wie möglich in SK2 für Sauron macht, denn wenn man auch Pech hat wie ich wieder, dann ist es sehr schwer, weil ich muss mich wirklich auf ihn konzentrieren, und er ist halt wirklich gar nicht so einfach. Na, Sauron ist halt sehr schwer, weil er halt immer unabwehrbar ist hier in den meisten Fällen, und ich habe sowieso Steuerungsprobleme, und dann denke ich mir, ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Also nützt euch manchmal euer Rang 3 Champion nicht oder derjenige den Vorteil hat. Also muss man manchmal tatsächlich diese Knotenpunkte mit gewissen Champions tatsächlich angehen und dann halt diese Vorteile halt genießen, die man hat mit diesen Notes, technische Faktor und ansteckender Zorn. Oh, weil man wirklich da viele Vorteile hat. Jetzt könnte man aber sagen, ja, mit Spider-Man Tarnanzug könnte ich den jetzt besiegen. Ja, das ist ja wieder was anderes, weil Rocket Dragon ist jetzt nicht unbedingt Musterbeispiel für starken Champion. Da habt ihr halt eben genug Schaden. Aber bei den anderen Champions, da wirkt auch dieser Klassennachteil, also hat auch Kabam dran gearbeitet, dass der Klassennachteil wirkt, und von daher würde ich das nicht empfehlen. Jetzt ist es so genau gemacht, dass der sich hier heilen kann, aber wir gleich uns unsere SK1 bedienen und noch stärker werden. Hier müssen wir schauen, dass wir halt entweder blocken oder halt so schnell wie möglich seine SK1 rauslocken, und manchmal klappt das auch mit Ausweichen, aber ich gehe da immer sicher drauf, und deswegen schaue ich halt immer wirklich, dass ich da Abstand halte, und wenn ich es nicht schaffe, dann einfach im Blockmodus gehe. Ne? So, also, man hat ja also hier die Möglichkeiten, ganz durchzuspazieren fast. Wir haben nicht mehr viele Fights, wir haben jetzt nur noch ein paar Champions. Jetzt nochmal ist ein Problem. Jetzt sehen wir, Mist. Jetzt haben wir wieder so einen bescheuerten Champion, wo wir nichts gegen Einäscherungsimmunität haben. Und da können wir sagen, okay, dann nehmen wir halt eben Kraftzufuhr entfernen. Damit kann man auch also schon eine ganze Menge erreichen. Klar, die Einäscherung, wenn die mit SK2 gestartet wird, ist dann vorbei. Ne? Da seid ihr dann schneller tot, als euch lieb ist. Das Problem ist bei Longshot, er ist halt eben mit seiner Kraftzufuhr mit seiner zweiten SK grausam, also sehr, 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 sehr grausam, und deswegen muss man schauen, dass man versucht, seine SK1 rauszulocken, aber er heilt sich ja auch noch, ne? Also das ist ja auch nicht mehr so easy peasy, und so merkt man, ups, der Spider-Man, der hat hier Schwierigkeiten, ne? Also weil er die Sache mit der Heilung, ja, die hat er dann doch unterschätzt, weil hier eine SK1 getragen werden muss. Und deswegen ist er auch hier so halt
doof jetzt angebracht, dass man sagt, okay, shit, jetzt haben wir ein Problem, jetzt nützt uns das alles nichts. Also das heißt, die ganz großen Attacken, die bleiben aus. Ihr habt jetzt das Problem, dass ihr jetzt erledigt seid in den meisten Fällen, weil er zu viel seine Attacken startet und deswegen hat man jetzt verschissen. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Wir machen jetzt mal, ich hoffe, dass wir... Ja, hier gibt es von mir nochmal einen kleinen Nachtrag und zwar Longshot ist sehr schwierig zu besiegen und der Kampf ging ja so ewig, dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte. Und dann habe ich natürlich wieder vergessen, gutes Karma und schlechtes Karma. Und wenn zu viel schlechtes Karma ihr abbekommt, dann reicht auch eine SK1 aus, um ja euch zu besiegen. Aber das ist ein großes Problem natürlich, dass ich hier da tatsächlich vergessen hatte, mich abzusichern mit einem Champion, der Immunität gegen Einerstörung hat. Weil in den meisten Fällen dann, ist es dann etwas einfacher. Gerade dann, wenn Longshot seine SK2 dann öfters raushauen will. Aber das habe ich dann hier dementsprechend mit Warlock dann den Rest gemacht. Was auch wiederum sehr schwer gewesen ist, weil der Warlock ist jetzt nun reiner 5 Sterne und kein 6 Sterne zum einen. Zum anderen aber auch wiederum ist der Warlock jetzt auch nicht so gewappnet, solange man halt diese Heilblockade nicht hat. Es ist halt sehr, sehr schwierig. Und haben wir hier aber eine Heilblockade, haben wir zusätzlich diese Buffs, die wir von der Plattform für den Techniker gestellt bekommen. Und dann seht ihr auch, dass es dann doch einen Sinn macht, die Techniker zu nehmen, wenn die in dieser Mission von Kabam gebufft werden. Also da habt ihr dann auf jeden Fall eure Antwort, warum die Buffs doch nicht verkehrt sind, zu nutzen und dann auch mit den jeweiligen Champions zu kämpfen, die halt dementsprechend die Plattform, also die euch diese zusätzlichen Buffs geben, nutzen. Okay? Dann müssen wir erkältet. So, und hier ist es das Gleiche. Hier ist es immer so schön auch zu sehen, dass noch ein Vorteil Warlock mitbringt. Und zwar der andere Vorteil ist, dass wenn wir hier gegen Falcon jetzt kämpfen, dann sehen wir auch, dass Warlock sehr viel Schaden einstecken kann. Seitens Schlagschäden oder seitens auch Superkraft 1 und Superkraft 2 Schäden. Das liegt einfach daran, dass seine Aufrüstung sehr, sehr stark ist. Und wir können froh sein, dass er nur eine Aufrüstung hat und nicht mehrere Aufrüstungen. Denn hätte er mehrere Aufrüstungen, wäre er noch schlimmer als Nimrod. Und so einen Champion möchte man nicht haben in der Verteidigung. Also ich, meiner Meinung nach, nicht. So, und daher, also ja, sie gibt Sinn, definitiv. Und daher würde ich immer euch raten und immer auch empfehlen, ein Warlock, und beziehungsweise, wenn es um diese speziellen Missionen geht, eure Champions jeweils 5 Techniker oder 5 Talent aufzuwerten. Und wenn es jetzt vielleicht zum Endgegner gibt, da werde ich auch noch dazu was sagen. So, das war's auch schon eigentlich. Hier habe ich dann aufgehört, weil das wäre dann zu lange gewesen. Es ging ja auch einfach nur um das Thema, wenn dir das Video gefallen hat und das dir weitergeholfen hat. Einfach natürlich liken, abonnieren, meinen Kanal weiterverteilen und so weiter und so fort. In diesem Level natürlich habe ich dann nicht mehr weiter gekämpft, weil ich da für die Bosse ein Sondervideo angefertigt habe. Du kannst, wenn du meinen Kanal abonniert hast, dann diesen Bosskampf sehen und Link ist unter Beschreibung.